Umschweife kommen wir jetzt zum Thema. Wie ihr hier seht, Scheiße Wasser. Das klingt unwissenschaftlich, ist es auch. Und es geht darum, falls Sie schon mal stuhlen waren, ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass Ihnen das Scheiße Wasser so richtig, wenn die Scheiße die Wasseroberfläche trifft, dass das Scheiße Wasser gegen Ihren Arsch spritzt. So, das ist hier der Treffpunkt. Hier geht die Scheiße runter. Und dann spritzt durch den Aufprall die Scheiße gegen euren Arsch. So. Das ist unschön und fühlt sich auch nicht gut an. Vor allem, wenn der Schließmuskel noch so weit geöffnet ist, dass die Scheiße durchdringt. So, nun habe ich einen Gast bei mir. Ein guter Freund von mir. Er ist Professor der biochemischen Rektalkotologie. Dr. Dixie. Er wird euch jetzt nochmal ganz wissenschaftlich erklären, wie der ganze Prozess abläuft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich, Dr. Dixie, habe mich schon seit einem Jahr mit der biochemischen Rektalkotologie befasst und bin nun in der Lage, das Aufspritzen von Scheißewasser in eine Formel zu fassen. Passen Sie auf. Also hier jetzt. Also zuerst mal das Scheißewasser als zentralen Aspekt der Formel. Oh, gut, auf dieses Scheißewasser trifft nun Energie mal K. Das heißt, die Energie, die der Kot beim Auftrag auf das Scheißewasser freisetzt. Das wird mal genommen bei der Oberflächenspannung des Scheißewassers. So, das ergibt dann die Energie, die in die entgegengesetzte Wirkung, also nach oben, das hier schon bekannte Scheißewasser transportiert. Also, jetzt, um das mal durchzurechnen. Angenommen, ich scheiße jetzt Kot K 1 Kilogramm. Dann drückt 1 Kilogramm auf das Scheißewasser mit der Oberflächenspannung OS. Dazu natürlich noch der Gravitationsfaktor 0,9, welchen ich noch vergessen habe. So, jetzt mal. Ja, gut. Dann hat man hier eine Zahl, die herauskommt, wenn man E mal 1 mal SD mal OS mal 0,9 nimmt. Und diese Energie wird dann wiederum an meinen Arsch befördert. Und das erzeugt dann ein unangenehmes, nasses Gefühl. Vielen Dank für Ihre ausreichende Kooperation. Weiter im Text. Was denn etwas zu tun war, das bei der Sache? Ich mag zu viel sagen. Die Scheiße, die sich hier nun in dem Auffahrtsbecken, was aber natürlich sehr, sehr leicht gehalten ist. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Becken, es ist nur so eine kleine Aushöhlung, falls Ihnen schon mal aufgefallen ist, dass es sich ein bisschen Wasser lagert, wo dann auch Ihr Urin dann da drin lagert. Also das Problem ist, dass sich dann hier die Scheiße ablagert und nachdem Sie mit Ihrer Kotung fertig sind, ist natürlich dann das Problem, dass Sie Ihre ganze Scheiße mit der Klobürste so wegkratzen müssen und das ist natürlich nicht schön anzuschauen. Vor allem Leute mit einem schwachen Magen. Und dann stinkt es so eher suboptimal. So, was kann man tun? Also ich habe das persönlich so geregelt. Ich habe hier, das ist meine Art von Toilette, die ich daheim stehen habe, in die ich täglich reinscheiße. Ich habe dann, ich nehme dann Klopapier, ne? Nehme Klopapier, knüll das zusammen, steck das in das Loch. Dann scheiße ich rein und ich habe einen so gesagten Scheißepuffer, um dass das Wasser nicht hochspritzen lässt. Das wäre jetzt meine Alternative zu den ganzen Klos. Ich weiß nicht, wie Sie das regeln, geben Sie mir Feedback. Auf jeden Fall scheiße Wasser den Arsch hochspritzen, das ist einfach nur der Gau. Das war's so im Großen und Ganzen, ich wollte es nur mal gesagt haben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Problem. Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ist auf jeden Fall die Krux. Wiedersehen.